Herzlich willkommen zur 53. Folge unseres Let's Play No Man's Sky. Ja, wir sollen jetzt zum Portal hin und Bescheid sagen. Ja, dem Apollo Bescheid sagen, was wir gefunden haben. Warnung. Netzwerk beschädigt. Warnung. Manuelle Überschreibung erforderlich. Es gibt keine Signalübereinstimmung für Artemis oder Apollo. Das Terminal ist ein Datenstrom aus Warnungen und Fehlermeldung. Manuell überschreiben. Die Warnungen enden. Eine neue Frequenz erscheint. Störung, Störung, Störung. Okay. Das ist ein Fremder. Du bist nicht allein. Sag mir, was hat das Leben für einen Sinn, wenn wir wissen, dass es enden wird? Ich frage ihn erstmal, wer er ist. Du verweigerst die Antwort? Das ist auch eine Antwort, schätze ich. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis gerettet werden könnte? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis noch einmal leben könnte, gewissermaßen? Ich frage mich, was du dann machen würdest. Ich bin nichts. Das Blut von Artemis sind Daten. Sein Herz ist eine Störung. Ich kann dir helfen, sie beide zu beschaffen. Wir brauchen einen Gedankenbogen, einen Behälter für seine Seele. Kannst du ihn für mich besorgen? Ich reaktiviere Artemis Frequenz. Sprich mit ihm, wenn du soweit bist. Der Fremde bietet mir einen Bauplan für etwas an, das er Gedankenbogen nennt. Er behauptet, dass Artemis mit diesem Gerät wieder zum Leben erwecken kann. Jo, machen wir ja, sonst wäre das Ganze ja sinnlos. Ich willige ein, ohne zu wissen, wer dieser Fremde ist oder woher er so viele über mein Abenteuer weiß. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, Artemis zu helfen, werde ich sie ergreifen. Okay. Extreme Hitzeschaden entdeckt. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Ich habe doch irgendwie jetzt was gelernt. Da. Seelenenergie und Kabelbaum. Und Glas. Also drei Glas brauche ich. Seelenenergie brauchen wir erstmal. Wie viel brauche ich davon? Eine.
brauchen wir drei Metallplatten, eine lebende Perle und Cadmium. Oh, wo kriege ich denn das nun wieder her? So, da haben wir jetzt drei von. So, das kommt ins Schiff. Das laden wir auf. Okay. So weit, so gut. Kann ich da noch irgendwas machen? Hyperantrieb-Upgrade erforderlich, um Cadmium zu finden. Kaufe in der Weltraumanomalie. Ach je. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal die Weltraumanomalie. Ich auch nur raus. Karte, Ausrüstung aufladen. Ich muss da hin.
Gut. Nana hat die andere Entität gefragt. Ist sie die erste? Ist sie die letzte? Verschollene Entität zog es vor, nicht zu antworten. Sie hat uns ignoriert. Apollo-Entität ignoriert uns ebenfalls, ignoriert den Reisenden. Das ist ihr Muster. Es ist zufällig. Nana versteht. Sagt, du hättest verschollenen Freund getroffen. Verschollener Freund mochte mich nicht. Er ist anders als ich oder Nada. Er hat Freiheit, wie alle reisenden Freunde. Doch sie teilen nicht, was sie sehen. Sie horten es. Sie sind eifersüchtig. Pole lehnt das ab. Du bist nicht wie ich, mein Freund. Ich kann immer noch zu den Planeten reisen. Du kannst immer noch zu den Planeten reisen. Du kannst immer noch neue Lebensformen treffen. Sprechen, schreien, lieben. Okay. Lächelt und sendet die Position eines schwarzen Loches an den Navigationsrechner deines Raumschiffs. Ändere die aktive Mission. Das erstmal fertig hier. Helios und Ares. Raumschiff.
Cadmiumantrieb. Okay, das kann ich ins Raumschiff einbauen, das ist gut. Ich muss irgendwo hin, wo ich was verkaufen kann. Helios und Ares. Wo finde ich denn jetzt Helios und Ares? Menno. Das ist Nada. Das ist cool. Das sind die beiden hier. Nee. Okay, Naniten gekriegt. Das war jetzt wer? Das war Helios. Könnte das eventuell Ares sein? Jawohl. Das sind alles Sachen, die ich im Augenblick nicht haben will. So, ich würde sagen, hier gab es ja irgendwo den Teleporter. Ich teleportiere erstmal nach Hause, weil da habe ich die Möglichkeit, oder beziehungsweise auf eine Station wäre ja noch sinnvoller, ne? Weil ich da verkaufen kann. Raumstation. Eigentlich egal.
hin und dann verkaufen, was möglich ist. Von mir, vom Raumschiff. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.